Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Republic Rome Total War 2 mit den Römern. Ja. Genau, jetzt werden wir auf jeden Fall. Ups. Hier. Warte mal. Ich muss gerade noch mal nachdenken. Also die da werden wir jetzt danach auf jeden Fall angreifen und auch erobern. Genau, da bekommen wir Money. Genau, wir haben ja gesagt, dass wir jetzt dann, wenn die angekommen ist, Neapolis angreifen. Weil die mögen uns sowieso nicht. Die mögen uns ja gar nicht. Deswegen ist es ja auch kein Problem, dass wir das machen. Dann brauche ich dich mal nochmal hier oben. Dich brauche ich nochmal hier. Er will wissen, wo seine Armeen sind. Dich brauche ich hier eigentlich jetzt nicht mehr. Ja. Ja, vielleicht hier oben. Vielleicht macht der Abtrünnige. Oh. Der Abtrünnige will Karthago platt machen. Okay. Die 10.000. Haha. So habe ich meine. Oh. Meine früheren auch immer genannt. Cool. Genau, der bleibt da stehen. Der bleibt auch da stehen. Und dann schauen wir mal, was jetzt die nächste Runde bringt. Ah. Gut. Und sonst so? Wie war euer Tag? Hey, ich will immer. Ich will sehen, was der Taras macht. Ja, das mit dem Boden interessiert mich nicht. Ich sehe ja, dass er jetzt alle nach oben schickt. Das heißt wahrscheinlich, dass ich jetzt eine Flotte aufbauen müsste. Ah, er kommt zu mir. Warte, habe ich. Hä? Habe ich jetzt schon Krieg mit denen angefangen oder noch nicht? Weil dann müsste eigentlich zuerst dastehen, dass er jetzt Krieg mit mir anfängt. Aber auf jeden Fall, ja, dann fängt die Folge mal wieder mit einer fetten Schlacht an. Er kommt mit, ja, 3.500 oder so. Und ich habe 2.000. Also, Kavallerie ist in Ordnung. Plänkler-Kavallerie ist nicht in Ordnung. Der hat 1, 2, 3, 7. Der hat ziemlich viele Fernkämpfe auch. Ja, okay, das geht eigentlich. Kavallerie hat er sehr viele. Der hat hier 2, 4, 5, 6, 7. Also insgesamt 14 Kavallerieeinheiten. Autsch. Dann schauen wir mal, ob er das Ende des Let's Plays vernichtet oder nicht. Die Adler des Zeus klingt auf jeden Fall schon interessant. So. Es ist auch die Frage, ob wir aggressiv vorgehen und erst versuchen, die Armee platt zu machen oder. Ich glaube, wir gehen aggressiv vor. Der Vorteil. Ist es Nacht oder ist es neblig? Ah, es regnet. Okay. Genau, Triarii sind vorne. Nahkampfabwehr sind bei Triarii bei 110. Das ist super. Ja. Normalerweise ist in der Triarii immer als letztes.
Habe ich, glaube ich, ja beim anderen Let's Play auch schon erzählt. Ein Vogel. Beim Rum-Let's Play habe ich, glaube ich, schon erzählt, dass die Triarii dann in die Schlacht kam, als ja, wenn quasi die Schlacht schon ziemlich am Verlieren war. Also wenn die erste und zweite Linie schon am Bröckeln war. Deswegen hießen die ja auch Triarii, also die in der dritten Reihe quasi. Und das finde ich ja auch immer richtig interessant, dass es dann, ja, woher einfach die Namen kommen. So, hier rein und hier rein. So. Gut, warte, die gehen ein bisschen vor. Die auch, so. Jetzt können wir. Aber bitte, langsam. Und von wo? Von da hinten. Okay. Kommt er auf mich zu? Ja, ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Aber ganz ehrlich, das sieht schon cool aus. Das habe ich auch beim Rom Let's Play erzählt, dass der Ruf von den Römern so krass war, weil die zur früher oder zu ihrer Blütezeit, sage ich mal, oder Blütezeit, das klingt so bescheuert, zu der Höchstzeit der Römer waren die Soldaten so gut getrillt, dass sie vollkommen still auf die auf das Schlachtfeld gingen und auch vollkommen still sich ja aufgebaut haben. Und wenn man das sieht auf dem Schlachtfeld, halt eine Armee, die vollkommen still sich aufbaut, das ist schon ziemlich erschreckend, vor allen Dingen, weil ja, wenn man die ganze Zeit schreit und brüllt und so, da macht man sich ja Mut. Und das war halt, ja. Das war nicht ganz so wie die anderen alle. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen. Ich erwarte eure Befehle.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Gerade nicht gut, was ich da mache. Ach so. Wow. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schau mal, was der da macht. Alter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der hält halt immer noch aus. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na los. Alter, dass der noch lebt, ist wirklich heftig. Hoffentlich überlebt er. Der hat halt jetzt eigentlich nichts mehr. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Der hat nur noch 15, ich glaube, oh. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Der hat nur noch 9. Schade. Das heißt, er stirbt. Oh, der war echt legendär. Der hat wirklich die komplette, also fast die komplette Armee in Einzel... Anlauf da aufgehalten. Alter. Nicht schlecht. Der hat fast 300. Und sonst haben die fast alle über 200. Nicht schlecht. Yay, er hat überlebt. Oh, cool. Okay, dann tschüss. Dann kommt... Was machst du jetzt? Achso, hier. Ja, das zeigt er natürlich nicht, ne? Wenn da was passiert. Mhm. So. Dann geht mal das Ende des Let's Plays wieder zurück und formiert sich neu.
bin mal gespannt, was die anderen da oben von mir dann. Agent festgenommen, Militärsabotage. Natürlicher Tod. Diese Dame, okay. Kind ist geboren, Kind ist geboren. Ständekämpfe. Du gehst wieder zurück. Das ist halt richtig teuer. 8000 kostet das. Warte mal. Ich hol mir erst für den da. Was brauchst du denn? Ja, Triari wäre gar nicht so schlecht. Nochmal zwei, ja. Dann. Ja, komm. Die baue ich dann voll aus. Die geht dann hier rein. Das kann ich jetzt automatisch machen. So, besetzen, umbauen. Genau. Ich habe kein Geld mehr. Super, super, super. Du gehst weiter hoch. Steht da jetzt eigentlich, dass hier im Krieg sind, oder habe ich das letztes Mal schon gemacht? Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gemacht. Und hier können wir jetzt auch Steuersatz erhöhen, damit wir immer mehr bekommen. So. Gut. Ich könnte jetzt aber auch nach oben gehen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ah, nee, oder? Ah, vielen Dank. Verdammt. Vielen Dank. Ah, das mache ich automatisch, weil das ist egal, was mit denen passiert. Ja. So. Der marschiert dann weiter. Ah, jetzt kann ich da weitermachen. Stimmt. Das ist gut. Was wollen wir denn? Mehr Geld und mehr öffentliche Ordnung, oder? Wie sieht's denn hier aus? Sehr gut. Dann machen wir ja, öffentliche Ordnung ein Forum. Super. So, dann schauen wir mal wieder zurück. Hier ist auch sowas. Du gehst jetzt mal nach da. Und den da können wir noch schön den General wieder hochpushen. Und dann warten wir mal. Die können jetzt eigentlich auch hier reingehen. Der hat eine neue Fähigkeit. Das sind die Krieger. Oder der ist ein Krieger. Angriffsbonus ist natürlich immer krass. Kampfgeist. Machen wir den mal zum Krieger. Leichte Kavallerie habe ich nicht. Moral, Forschungsrate 5 auf Kinder. Habe ich was von Hingabe? Nee, oder? Moral brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich nehme mal auch Rüstung. Verwundung. Ja, komm. Okay. Super, super, super. Okay, der hat auch noch was. Der gehört auch zu mir, oder?
Welcher ist das denn? Also ich habe so viele. Ah, das da? Nee. Also ich hab so viele Kinder. Das da ist der. Ah ja, okay. Ja, der bekommt noch. Was? Der wird zum Strategen. Und das heißt, wo ist Geheimaktion? Genau, hier. Super, super, super. Wieso hat er jetzt schon hier 37? Ach so. Ja, wir haben ja eine Runde weitergemacht. Drei Runden braucht er. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alles. Du gehst. Ups, Entschuldigung. Du gehst weiter. Du gehst weiter nach oben. Du bist schon, du bist noch nicht. Du gehörst auch zu mir? Ha, wusste ich gar nicht. Dann ist es ja doch nicht egal, was mit dir passiert. So. Nee, komm. Nein. Noch eine Fähigkeit. Aber der bekommt nichts, weil das der ist nicht von mir. So, dann räumen wir mal die Abtrünnigen auf und dann. Ach weh, die macht was. Ja, außer sterben, das ist gut. Ach, der hat was gemacht. Dieser Pupskopf. Und die macht jetzt auch was. Ich brauche da Agenten. Also zwei habe ich ja. Aber die gute, die Instant-Töter-Mörderin ist auf der Insel und die braucht Jahre, um rüberzukommen. Das ist. Hä? Das ist nicht ganz so geil. Echt jetzt? Du greifst hier an. Mit was denn? Das da ist. Woher hat der eine Balliste? Das ist. Ja, das kann ich gewinnen, aber woher hat er die Balliste? Vor allem das Blöde ist, dass das eine bewegliche Balliste ist. Sonst wäre es kein Problem. Ich kann ja versuchen, so ein paar Schnullpies noch so außenrum zu schicken. Ihr kennt die Aufstellung ja schon. Ich tu die nach da, warte bis der da ist und segel dann mit denen gemütlich in den Rücken in Richtung der kleinen Ballisten. Alter, wie schnell die schieben. Wurden sehr gut geölt. Alter, wie schnell. Das ist ja krass. Die müssen hinterher joggen. Was sind das denn für krasse Tiere? Komm, das ist total easy. Das ist ja nur Schaumstoff. Selbst mit Schaumstoff wäre das schwer, ehrlich gesagt. Aber voll lustig.
Schön. Sehr, sehr schön. Prätorianer. Sind es aber nicht. Lügt doch nicht. So, mal schauen. Schön wäre es, wenn die auf die da schießen würden. Aber machen die natürlich nicht. Gut wäre es auch, wenn sie nach da gehen würden und dann nach da rein, um nach da rein zu schießen. Unser General wird angegriffen. Jo. Ja, langsam kommt er in Formation. In Reichweite mal. Das chocken die auch nicht mehr. Das lege ich mal an. Ist auch ganz gut, dass er. Ja, ich. Ich weiß nicht, aber eine unserer Einheiten so hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter, mit einem Wurf ungefähr 30 weg. Das ist bitter. Ah, hat der eine jetzt geschossen? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich glaube schon. Warte. Die müssen jetzt so angreifen, damit hier kein. Damit die davon abgehalten werden, noch weiter zu schießen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das kann passieren. Wir erwarten eure Befehle. Liebes! An die Waffen! Sehr gut. Liebes!
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jupiter, gib uns Kraft. Rektoriana! Schneidet ihr in Stücke! Ich muss versuchen, den General zu töten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Verdammt. Der ist jetzt auch weg. Nein. Ah, dann verliere ich das jetzt. Verdammt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, dann waren die ein bisschen zu spät dran. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach komm, ihr wart doch noch. Ihr habt doch noch genug gehabt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, okay. Ja, okay, okay, okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Zwei haben wir noch. Unsere bekommen. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Was? Der hat 300 mitgenommen? Junge. Ja, okay, das waren auch nur solche billigen Einheiten. Hm. 100, wow. Ah, das... Warte mal. Dass der Karthager mir nicht geholfen hat, ist schon ziemlich dreist. Ich meine, ich habe den verschont. Was für ein Arsch. Ich hätte ihn auch töten können. Der hat jetzt meinen Agent gekriegt hier. Unmöglich. Und wir sind schon wieder viel zu lange. Jetzt mach mal hinne. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung. Nö, ist es nicht. So. Fertig. Finito. Massadische Ressourcen zustimmen. Gemeuchelt. Genau, das war der
Forschung abgeschlossen. So, gut. Dann würde ich sagen, ja, holen wir uns die da. Ja, automatisch. Schutzstellungen, damit die Pferde überleben. Und einnehmen. Gut, Uiuiui. Ja, nee. Minus 8. Das ist ein bisschen heftig. Gut, lalalala, du kommst. Ups. Du gehst mal hier hin. Und du kümmerst dich mal um die da. Attentat. Und ich spiele jetzt schon wieder weiter, obwohl ich eigentlich ja abgeben wollte. Und zwar an den Zukunftstobi. Ja, viel Spaß noch in. Hä? Der hat mir jetzt wirklich eingekickt. Warte mal. Kommst du da hin? Nee. Der hat mir jetzt wirklich einen getötet. Welchen denn? 1, 2, 3, 4, 5. Hab ich? Habe ich so einen noch gebaut oder so einen? Ich weiß es gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Gut. Und, ja. Während ich hier fröhlich vor mich hin tüdle, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.